Heute ist die Turnhalle der Paul-Friedrich-Scheel-Schule für die Zeugnisausgabe vorbereitet. Gestern diskutierten hier 30 Schüler mit der Bundeskanzlerin. Politik trifft auf Realität, unter anderem auf die 14-jährige Riem. Ich kam und habe mich sehr schnell integriert. Das war ziemlich leicht, sich hier zu integrieren. Eine Palästinenserin aus dem Libanon. Seit 4 Jahren lebt sie in Rostock. Sie hat nur eine Duldung. Zwar wird momentan niemand in den Libanon abgeschoben, das aber kann jederzeit geändert werden. Wir werden nicht alle Menschen, das muss ich auch sagen, die im Libanon in Flüchtlingslagern seit 25 Jahren leben, in Deutschland aufnehmen können, weil wir noch sehr, sehr viele haben, die direkt aus dem Kriegsgebiet kommen. Ja. Die 14-Jährige verliert die Fassung und die Bundeskanzlerin tröstet. Weil wir euch nicht in solche Situationen bringen wollen und weil du es ja auch schwer hast und weil du ganz toll aber dargestellt hast für viele, viele andere, in welche Situation man kommen kann. Ja? Diese Situation, gestern im Nordmagazin gesendet, verbreitet sich in Windeseile im Internet. Einer der am häufigsten angesehenen Clips an diesem Tag. Die Kommentare im Netz überwiegend gehässig gegen die Bundeskanzlerin. Das Telefon der Schule heute dauerbesetzt. Alle Zeitungen, alle Fernsehsender, alle wollen Riem interviewen. Heute wusste sie aber schon über all die Links, die im Internet zu finden sind und all die Kommentare, die ganz viele Menschen dazu geschrieben haben. Und sie ist ein 14-jähriges Mädchen. Sie kann mit dieser Fülle an Kommentaren, mit diesem breiten Spektrum von absoluter Solidarität und bis zur absoluten Ablehnung überhaupt nicht umgehen. Und das hat sie sehr verunsichert und emotional ganz doll betroffen gemacht. Riem wird wahrscheinlich dauerhaft in Deutschland bleiben können. Das Ausländergesetz wird gerade so verändert, dass Ausländer nach 4 Jahren erfolgreichen Schulbesuch nicht mehr abgeschoben werden können. Bundestag und Bundesrat haben bereits zugestimmt. Nach der Unterschrift des Bundespräsidenten wird Riem sicher sein können, nicht abgeschoben zu werden.